So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days und in der Starvation Mod. Ich bin der Zuvorok und mit dabei ist natürlich der Kuga. Hallöle. Und wir haben Häuschen gefunden. Wo wir Mittendrin. wohnen wollen. Genau. Eine Mitten. Woche oder so. Ja, oder vielleicht zwei. Mal sehen. Ach, das Ding ist auch noch kaputt. Na klar, seh. Jetzt fehlt mir noch, dass ich kein Material habe. Doch, habe ich. Ob dieser Kühlschrank hier schon funktioniert? Ich weiß es nicht. Vor allem, wie das mit dem Eis funktioniert, ist noch die Frage. Oder man muss Aha. einfach, oder man muss das Eis da reinlegen. Reißt du alles ab oder nur einen Baum? Nur ein Baum, aber der war ziemlich schwer. Der ist ziemlich schwer gefallen. Ja, das hörte sich auch so an. Das ist ja eine richtig schön große Stadt eigentlich, ne? Also die ist richtig groß. Die ist gigantisch groß, Das muss ich finde mal sagen. ich. Also wir können da nicht das Ende sehen. Die eine Richtung auf jeden Fall nicht. Lala. Wir müssen aber immer noch an unserem Essensproblem arbeiten. Ich glaube, ich werde verrückt. Alter, eine Alarmanlage an dem Auto! Ja, das ist gefährlich. Es wird Sommer. Ich habe schon die erste Mücke in der Bude. Das darf nicht wahr sein. Ist das ein Witz? Ich bin voll abgelenkt gerade. Wovon? Ich habe eine Mücke in der Hütte. Zu Hause. Ja. Ah, ich dachte, du hättest jetzt gerade irgendwo gelootet und da wären, ne, die Fliegen gekommen. Nee, also, ne? Also das gibt's ja gar nicht. Gerade mal ist die Sonne draußen so, ne? Schwupps mal über 10 Grad und schon. Weil das, zuerst da die Mücken. Nichts anderes. Die Vögel kommen später. Erstmal kommen die Mücken. Erstmal müssen Viecher kommen, die ich auffressen. So, die nicht mehr mit hier. Ne, den Freund lassen wir noch stehen. Ja. Oh, dieses Gekichere. Es macht mich irre. Ach ja. Das Schlimme ist ja, wenn wir oben auf dem Haus stehen, wir können doch nicht mal über die Stadt gucken, weil die anderen Häuser drumherum doch größer sind. Ob das Ja. gefährlich ist? Ah. Also bis jetzt haben wir auch noch Schwein gehabt, ne? Wir haben noch nicht so richtig so den wilden Tierkontakt gehabt. Außer dass mir letztes Mal irgendwas Schwarzes ins Gesicht gesprungen ist, nicht. Ja, okay. Aber du konntest ja nicht identifizieren, was das war. Hier wohnen ungefähr 300 Leute in dem Haus gegenüber. Echt jetzt? Ja, vielleicht sind es auch nur drei. Ach, die machen dann, das ist Party oder was ist da los? Ja. Kostümparty. Also die eine war als Krankenschwester verkleidet. Na, so eine Party. Oh, ich kann den Drop sehen. Ach, das ist eine Sache, da sollten wir ein bisschen aufpassen mit. So, Essen, das ist das Problem. Essen. Wie sieht es denn aus mit Essen? Oh, bist du schnell! Das scheint aber hier eine mega lustige Party gewesen zu sein. Na? Der eine hatte hier so einen Strahlenanzug an. Na, okay. Ich weiß nicht, was das für eine Party sein sollte. Wo ist denn der Kugel? Ach, Und da ein hinten. dicker Tresor steht da noch. Okay. Und das war nur der dunkle Dachboden. Nur der dunkle Dachboden. Ja. Mal sehen, was im Haus noch so ist. Warte. So. Player Level 10. Was bin ich jetzt? Hallo? Jemand zu Hause? Warte, ich muss da Oh was ja, craften da. zwei. Zwei sind zu Hause.
Ja, und der eine war halb nackt. Yeah, Freund der Sonne, dich hatte ich fast übersehen. Aber jetzt bin ich ja da. Jetzt kriegst du hier. Hüpf. Warte mal. Oh, da waren Vogelgeneste. Augenblick. Oh, ich glaube es nicht. Wo war das Vogelnest? Hier war ein Vogelnest. Ich bin darüber weggelatscht. Da ist es doch. Ich wusste doch, hier war es irgendwo. Ich habe was Knallpeng gemacht. Oh, Ein Jagdgewehr. glaub's ja nicht. Alter, cool. Mit 7 Schuss. Ja, wollte ich gerade ausprobieren. Es war mir sowas von Naja, klar. lieber nicht. Den lass mal lieber. So. Ich weiß ja auch nicht, wieso dieser Laufradius von den Knechten ist, ne? Wie weit die so laufen. Weiß ich auch nicht. Ich habe einen Also, Elektrorasierer gefunden. da siehst du, Strom, eine Bench habe ich hier. Also hier eine Batteriebench. Oder Bank heißt das Ding ja. Batteriebank. Denn, können wir ja Ich hatte mal. die kurzzeitige Hoffnung, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss in der Apokalypse. Naja, für wen macht man sich hübsch, ne? Ja, eben. Und vor allen Dingen da vorne ist das richtig fette Stadion. Oh, wie cool. Ich weiß nicht, gibt es da drin was zu looten, was irgendwie interessant ist? Keine Ahnung. War es noch nie drin? Nein. Echt nicht? Nein. Denn wäre das für dich auch eine Premiere da rein. Ja. Okay. Aber ich glaube, bevor wir da reingehen, ne? Da müssen wir die richtige munitionstechnisch aus, also die waffentechnisch ausgerüstet haben. Also ich habe einen Revolver. Du hast einen Revolver? Ja. Was, eine Magnum? Oder gibt es denn so einen Revolver? Ich weiß nicht, ob das eine Magnum ist. Für eine Magnum sieht es ziemlich klein aus. Ich glaube eher nicht. Ach, so eine Damenpuffpengmaschine. Näher größer. Aha. So, da wohnt doch noch einer Kann man hinter hier der hin? Ecke, der da nicht durchkommt. Oh, hier ist Blei. Okay. Aber ich fürchte, wir sollten echt ein bisschen Abstand halten mit dem Stadion. Wer weiß, was da so rumläuft. Ich kann mir vorstellen, dass da eine ganze Menge Krankenschwestern drin sind. Ja, und warum sollten wir dann da wegbleiben? Naja, wenn die alle wütend sind auf uns, Ach, so meinst du wird das? das Spiel kann nicht stattfinden, weil wir sie umgebracht haben. Aber wir haben die doch nicht umgebracht. Ja, nachher. Ach so. So, ich weiß aber immer noch nicht, was das da oben bedeutet. Der Totenkopf ist mir schon klar. Verstrahlt ist auch klar. Das dritte und vierte weiß ich nicht. Ist mir noch ein Rätsel. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich habe auch nicht den Hauch einer Idee, was es sein könnte. Also das erste kann ich mir vorstellen, dass das irgendwas mit Psyche zu tun hat. Dass es hier von wegen, wenn das runtergeht, ist hier Fängt an zu lachen. 93%. Das könnte auch das Leben sein. Das ist genauso wie da unten auch, 93%. Also Freunde, wenn das jemand weiß, ne? Wenn das jemand weiß, was das bedeutet, dann schreibt doch mal in den Chat rein, erzählt uns das auch mal. Quatsch, in die, hier, ne? Kommentare. Genau, ist ja auch der Chat sozusagen. Dieses verdammte Haus, doch, es hat eine Küche. Das wäre schlimm. Weißt du was, ich hau die ganze Zeit mit dem Ding. Das geht auch viel schneller mit dem Teil. Ah, mit dem und dem. Ja, nee, ich habe das die ganze Zeit mit der Steinaxt gekloppt, die Steine. Wir haben doch eine Eisenspitzhacke. Das ist durchaus korrekt. Schafft aber auch nicht mehr. Naja. War ein Trugschluss. Ach Gott, nicht genug Holz. Ich habe immer nicht genug Holz. Es ist egal, was ich mache.
Ja, wir haben irgendwie im Moment alles zu wenig, ne? Und wir Ja. müssen Ach ja, großartig. noch aus unserer alten Hütte alles holen. Ach, das müssen wir auch noch. Stimmt. Aber das machen wir heute nicht mehr, das machen wir morgen. Sozusagen. Die Fliegen gehen mir ja schon auf den Geist beim Looten. Hast du schon Na, wieder. noch mal. Wenn die Fliegen schon aus dem Kühlschrank rauskommen, ne, dann möchte ich nicht wissen, was in dem Kühlschrank drin ist. Nee, dann würde ich ihn gleich wieder zumachen. Ja, war zu spät. So. Schon wieder 18:30 Uhr. Also die Zeit, die rennt ja auf die Hölle hier, ne? Also wir schaffen irgendwie nicht viel. Nee, irgendwie nicht. Über Tag, also wenn ich mal überlege, so viel machen wir echt nicht. Das schaffen wir nicht. Aber wir haben noch Januar. Was? Tatsächlich. Ist noch Januar. Also ich weiß nicht, wie er durchrechnet. Ob da wirklich jetzt, dass wir jetzt 30 Tage da und dann ist der nächste Monat. Ich habe keine Ahnung. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Weil dann dauert das lange, bis das Jahr durch ist. So. Hoppa. So, ein Abstecher nach Hause mache ich noch mal. Welches nach Hause? Ja, altes nach Hause. Weswegen? Zum Beispiel Kochtopf, Campfire und solche Sachen holen. Kochtopf haben wir hier. Okay. 1853. Da mache ich den Okay. Airdrop. Meinst du, schaffst du? Ja, klar schaffst du es. Ja. Der ist am Rand vom Schnee. Und wenn wir da gestern um 9 Uhr hingerannt sind oder um 8 Uhr, dann werden wir es jetzt wohl um 7 Uhr auch schaffen. Bin sicher, gehe ich auch von aus. So. Vogelgeneste wäre echt noch mal super, wenn wir sowas finden. Müllcontainer nehmen wir dann auch mit. So. Oh, hier ist eine Riesenfabrik. Oh, hier ist ein Salat. Hallo Salat. Die war ganz früher ganz gefährlich in Neves Ja? Gain. Okay. So. Oh, ein Militärlager. Was wir hier nicht alles in der Stadt haben. Es ist ja beunruhigend. Was haben wir hier noch? Tabak. Tabak ist ja diese Sache, ne? Das müssen wir erstmal ausprobieren, alles. Ja klar, erstmal, ne? Wir sind noch jung und unklug und ne, neugierig. Richtig. Oh, ich habe noch eine Knarre. Oh. Das ist ja nicht schlecht. Wieso hast du eigentlich die ganzen Knarren? Naja, du hast die große Knarre, ich habe zwei kleine. Ich glaube, deine Kleinen, die machen, glaube ich, mehr Schaden. Ja, vor allen Dingen gleichzeitig. Wie kannst du die gleichzeitig halten? Nee, ne? Weiß ich Das nicht. wäre natürlich, hätte jede Hand ein und dann. Das wäre. Ach, super. Naja, ich sag jetzt aber mal so vom Grunde her, von der Logik her, ist es jetzt nicht so schwer, zwei Revolver in der Hand zu haben. Nee, das stimmt. Oh, hallo Puma. In der Stadt? Nee, am Rand zum Schneegebiet. Ach so. Also wie gesagt. Wie viel Abstand braucht man denn wohl von dem, bevor der einen triggert? Ach, die haben uns ja auch, die haben aber auch gesagt, da im grünen Gebiet, ne, ist es eigentlich noch am sichersten. Ja, ich bin jetzt aber im weißen Gebiet. Naja, nee, aber das haben die mal gesagt. Habe ich mal gehört. Das Grüne soll so das Sicherste sein. Wo das, die Steppe und so, das soll sehr gefährlich sein. In Sachen mit Skorpionen und so Krams. Im Schnee schneit es übrigens gerade nicht. Man sieht Vogelnester. Das finde ich sehr schön. Ah, diese Scheißfliegen.
Ja. Aber das sind doch nicht mal Fliegen. Das sind die gelben Fliegen. Ach so, die mit, ja, mit Bereifung drauf. Also jetzt mit Ich verstehe kein Wort von dir. Die mit Kringeln dran. Die bewaffneten Fliegen. Ja. Genau. Genau. Wow. Was? Triggert ein Airdrop eine Horde? Keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Ich befürchte eher doch. Warum? Ja, weil als ich den Job aufgemacht habe, 6 oder 7 Mann gleichzeitig neben mir aufgestanden sind. Na dann mal los. Ich glaube, hier ist ein Fernsehsender. Da steht eine riesen Panabolschüssel auf dem Dach. Hier ist ein Hirsch. Ja, dann einpacken mitnehmen. Hier ist ein Vogelnest. Nochmal Fumpf. Oh, scheiße. Was? Ich muss... Okay, der ist hin. Nimm auf. Wo ist der Hirsch jetzt? Da. So. Oh, noch einer! Was? Was ist los? Kuga? Ich bin hin. Ich glaube, Kuga ist ein bisschen gereizt. Eine ganz kleine Idee. Ich glaube, ich sollte nichts sagen jetzt. Oh. Da liegt ein Hirsch, da sind Vogelnester, da ist mein Rucksack. Das ist 20.37 Uhr. Es gibt Schlimmeres. Nö. Also da muss ich dir gerade widersprechen. Im Moment gibt's da absolut nur, nichts, was ich wollte dich ja nur nicht aufbauen. Schlimmer ist. Weil sonst kann ich nicht mal craften in der Nacht. Ach so. Ja, dann gib gar kein Hackengas. Ja, ja. Jetzt weiß ich gerade nicht, was unsere Hütte war. Super. Na toll, du bist auch eine Pflaume. Ah, Mann, aber. Was war denn jetzt unsere Hütte? Ich hab mich verlaufen. Ich weiß nicht, wohin. Lauf einfach zu deinem alten Schlafsack. Oder hast du schon neuen gesetzt? Nee, noch nicht. Das wäre in der Tat nämlich dann unklug. Ach, da ist die Hütte. Da ist sie doch. Die wollten wir doch haben, die Hütte. Aber wir können auch in der alten Hütte übernachten. Ja, klar. Da ist die Forge. Genau, die Dings, die Forge. Und Campfire. Richtig. Und wenn mein Rucksack jetzt nicht belagert ist und der Hirsch da noch liegt, gibt's sogar noch was zu beißen. Hey, das wäre super. Snowberries. So, ab nach Hause. Weil ist schon spät. Lass mich doch in Ruhe. Ja, lass mich, ich habe keine Zeit. Spielen ist nicht jetzt. Oh, Nakedai. Oh. Da ist der Panzer. Dann ist unsere Hütte nicht mal so weit weg. Der Panda? Panzer. Der Panzer. Ach, Panzer. Der Panzer. Ah. Der große. Der Schwere. Mit ganz viel Eisen drin. Also da kannst du machen, was du willst, ne? Da stelle ich mich nicht 2,5 Tage mit einer Brennsch dran. Nicht? Okay. Oder willst du das machen?
Nee. Kannst du quasi einen Livestream rausmachen. Wir zerlegen einen Panzer. Ja. Wirklich nur einen. Ja, genau. Und wir lassen uns auch nicht Zeit dabei. Wir machen das ganz schnell. Wird sozusagen ganz kurzer Stream. Alter, du bist schon wieder am Lachen. Also hier ist noch richtig Aktivität. Also das müssen wir beobachten mit den Airdropsen. Echt? Alter Freund, haben wir einen Krams. Ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist hier. So, pass mal auf. Das Ding kommt erstmal da hin. 39 Schuss. So, jetzt wird die da mal rausholen. Knochen. Und ja. Das hoch noch. Oh. Jetzt schon. Oh, ich würde sagen. Bin undetected. Das ist gut. Habe ich ein Messer? Nein, das ist schlecht. So, Freunde, jetzt wird es ein neues Spiel, nicht? Also, was ihr jetzt seht, ist es natürlich jetzt nicht das, was gerade aktuell ist, was ihr gerade hört. Also, deswegen wird es ein Hörspiel jetzt. Kuga ist auf dem Weg nach Hause. Nee, ich axte gerade noch den Hirsch, weil ich... Och, jetzt ist meine Axt auch noch kaputt. Repair, mach hinne. Ich zoome mal ran, dann kann man ihn auf der Karte sehen. Da ist er am Rotieren. Oh, ich sehe da hinten einen. Aber ich sehe auch noch ein Vogelnest. Uiuiui. Ui. Man muss da Prioritäten setzen, ne? Ja, man muss wissen, was man möchte und was nicht, ne? So, pass mal auf. So. Attacke! Keiner kann mich halten. Ich bin schwer bewaffnet. Ja, genau. Ganz schwer. Picture Frame. Ein small Foto. Alter, hier steht der Weihnachtsmann. Alter, gib Gas, dass du wegkommst. Hier steht der Weihnachtsmann. Und ich bin gestunt. Aber hier steht der Weihnachtsmann. Der macht ein Foto. Ach nee, kannst du ja nicht. Geht nicht, ich bin am Abhauen. Die verfolgen mich. Kugel hat den Weihnachtsmann gesehen. Ah, Minenfeld. Ach, cool. Das, jetzt ohne Scheiß, da stand der Nikolaus. Ja, ich hab mir das gedacht. Wie, du hast dir das gedacht? Ja, dass es schon so weit ist, dass du schon den Weihnachtsmann siehst. Oh Mann. So. Da haben wir auch stehst ja auf dem Dach und schimpfst meine Verfolger ab, ne? Dann haben wir ja auch. Ich sitze auf dem Dach, ja? Hm? Gut. Bist du auf dem Weg hier? Ja, natürlich bin ich auf dem Weg. Bis du da bist. Muss ich mal sehen, dass ich meine Tasche leer kriege bis dahin. So. Oh, ich höre sie schon wieder. Das ist ein Name für die Folge. Ach toll, du bist ja schon da. Wollt ja nicht aufs Dach gehen. Was war es denn diesmal? Render-Zombie? Ah. Was macht man gegen Hunger? Sterben oder essen? Ja, weißt du was? Jetzt ist es auch egal. Ja, bei mir ist es sowieso egal. Ich kann nicht mehr tiefer sinken. Wo bist denn du? Ach da, irgendwo bist du da. Bist du hier im Haus? Nö, ich bin draußen. Warum? Hab's Bein gebrochen. Warum bist du denn draußen? Was machst du da denn? Meinen Rucksack holen? Mitten in der Nacht. Ja, gleiche Problem wie ich. Aha. Jetzt eine Horde auf der Straße. Ja, dann mal viel Spaß beim Spielen. Weißt du was? Nur hau ich mir das schimmelige Boot rein. Ich fühle mich eh schon sowieso schon scheiße. Dann ist das auch vollkommen egal, ne? Ich komm doch mal wieder zurück.
Na toll. Was hast du denn jetzt, wen hast du angeschleppt? Na. Wo ist denn der da vorne? Ich sehe nichts. Es ist alles, das ist pechschwarz hier. Ich sehe nichts. Wo bist denn du? Hier. Ich direkt vor dir. Ich sehe dich nicht. Ja, Ich sehe dich nicht. Also gut, ist ja auch egal jetzt. Ich ach, da, kann da mal du. Was du ausziehen da, und wieder anziehen. Du liegst da. Da bist du, ja, siehst du, da stehst du. Hey. Hey, was eine kleine hübsche Pistole. Da ist hier klein. Aua! Das war ich nicht. Aber du hast auf mich geschossen. Ich hab nicht geschossen. Wer denn? Hab ich wirklich geschossen? Ja. Ich hab nicht geschossen. Sag mal. Ich glaub's, er sagt jetzt. So, also, bevor das hier richtig eskaliert, Freunde, würden wir mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, ne? Schreibt das nächste Mal wieder ein. Und seht, was denn passiert. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.